Jo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video-Interview. Heute mit dem gut aussehenden Holger Wessling, Joystick-Experte. Und ich bin mir ganz sicher, das Amiga C64-Team wird hier definitiv zugucken. Und ich denke, der Holger wird euch auch auf definitiv ein Begriff sein. Ganz wichtig vorab, bevor der liebe Holger sich jetzt hier vorstellt. Ihr seht ja, die Kameraeinstellung ist heute ein bisschen anders. Da könnten jetzt schon wieder böse Zungen behaupten, der ist ja voll unprofessionell. Ja, da pelle ich mir einen drauf, bin ich wirklich, aber habe ich Bock drauf. So, das Ding ist an der ganzen Geschichte, der liebe Holger hat ganz viel für euch vorbereitet und will auch ein bisschen was zeigen, wo ich ihm echt zu Dank verpflichtet bin, weil ich das echt toll finde. Also Leute, Kamera ist komisch eingestellt, weil der liebe Holger was zu zeigen hat. Also, wenn ihr wieder mit dem Finger auf jemanden zeigen wollt, dann macht das auf den Holger, aber nicht, weil er was Schlechtes gemacht hat, sondern weil er euch die Joysticks zeigt. So, und jetzt kommen wir zum Holger. Mein lieber Holger, stell dich vor, wer bist du und was machst du so? Ja, hi. Ach Gott, wer bin ich, was mache ich, wo fange ich an? Also angefangen habe ich, dass ich irgendwann mal durch reinen Zufall, als ich noch bei der Rheinbahn angestellt war, als Elektroniker, als Funkelektroniker, dass ich dort den Vorgänger von bei Data Becker kennengelernt habe, der damals meinen Job gemacht hat. Ist ein guter Freund von mir geworden, wir sind immer noch befreundet. Und er hat irgendwann mal gesagt, er verlässt das Unternehmen, ob ich nicht Lust hätte oder Interesse hätte, da mitzumachen. Und so fing das Ganze eigentlich an, dass ich dann irgendwann mal in den Verlagsbereich reingekommen bin und habe die ersten 3,5 Jahre bei Data Becker gearbeitet und danach später noch ein paar anderen Verlagen. Und seitdem bin ich bei der Szene vor allen Dingen mit dabei. Ich habe damals die Commodore-Abteilung geleitet, übernommen bei Data Becker, habe dort die letzten Amiga-Bücher mit rausgebracht, die letzten beiden C64-Bücher. Ich habe verschiedene Softwares damals mit betreut, die rausgekommen sind. Becker-Text zum Beispiel, die letzte Version davon war ich mit für verantwortlich. Und noch ein paar andere Dinge. Also zum Thema Data Becker kann ich immer noch viel erzählen. Und ich glaube, das ist so viel, da können wir auch mal ein neues Interview zu machen. In der Zeit habe ich auch selber damals ein paar Bücher rausgebracht. Allerdings durfte ich meinen Namen nicht reinschreiben. Das war so die Politik von Data. Wenn es intern von einem Autoren kam, dann eben nicht. Aber auch extern habe ich Bücher gemacht und in den letzten Jahren habe ich auch wieder ein paar Bücher rausgebracht. Ich werde gleich mal kurz zeigen, ich habe so eine kleine Übersicht und ich bin nicht immer noch mit beschäftigt. Also derzeit schreibe ich wieder an Büchern, unter anderem das nächste Handbuch zu dem neuen kleinen Minicomputer, der rauskommen wird von Retro Computer Limited. Ich darf noch nicht sagen, was es sein wird. Ich habe auch die beiden Handbücher geschrieben für das C64 Mini und den A500 Mini. Nur mal, damit ihr so mich auch der Richtung zuordnen könnt. Ich bin fleißiger Demo-Szene-Gänger. Meine beliebtesten Partys sind die Revision in Saarbrücken und die Evoke in Köln. Und auf zwei, drei anderen treibe ich mich auch gerne mal rum und bin dort gerne ein bisschen unterwegs. Ich bin 57 Jahre alt, glücklicher Single, um es mal so zu sagen. Und abgesehen von das Computer- und Retro-Kram, so mein Nerd-Faktor ist, bin ich ungewöhnlicherweise, was man selten in der Kombination findet, auch ein Tänzer. Ich gehe regelmäßig tanzen, ich bin viermal die Woche in der Tanzschule. Mit verschiedenen Tänzen bin ich dort unterwegs und habe dort meinen Ausgleich von vielen Sitzen am Computer, was ich auf meiner Firma halt so mache. Ja, geil. Also du bist definitiv ein sehr, sehr, sehr sympathischer Mensch. Ich habe vergessen, euch zu sagen, aber hat er jetzt gerade gemacht. Er war bei Data Becker am Start. Dazu vorab, da wird es einen zweiten Teil geben. Jetzt nicht in der ersten Staffel, aber ich denke mal, für die zweite Staffel wird es einen Holger Wessling, Data Becker Spezialbeitrag dazu geben, weil es interessiert mich ja schon, weil, sind wir ehrlich, wir Kinder der 90er, 2000er, wir haben mit Data Becker zu tun gehabt und da kann sich auch keiner von freisprechen. Jeder, der einen PC hatte, hatte mindestens ein Programm von Data Becker. Das ist einfach so. Und Bücher schreibt er auch. Da ist mir aufgefallen, ich habe auf Amazon mal so ein bisschen durch deinen Link gestöbert. Mal unabhängig von dem Retro-Ding jetzt hier, was wir machen, aber das fand ich so cool und sympathisch. Du hast 101 Fakten zu Harry Potter gemacht. Das fand ich sowas von cool. Zu J.K. Rowling eigentlich, ja. Aber es ist in ein größeres Buch mit eingeflossen, wo diverse Fakten von Harry Potter mit sind. Aber ja, ich habe noch ein paar andere Sammlungen mit 101 Fakten rausgebracht. Das ist so
Hobby nebenbei. Ja, geil. Du bist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr aktiv. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu der ganzen Joystick-Thematik, die bei dir... Ja. Also Leute, ich muss direkt mal eins vorab sagen. Ich wusste nicht, dass es so viele Joysticks gibt. Also, man weiß ja, es gibt viele, aber dass es so viele gibt, wow. Also, der Tino Mania zum Beispiel, der sollte euch auch ein Begriff sein, der hat auch eine größere Joystick-Sammlung. Aber ich muss ehrlich sagen, der Holger ist so der Godfather auf Joystick für mich. Also ich weiß ja schon, was du zeigen wirst, deswegen, Leute, es ist krass, was er euch zeigen wird. Aber wir fangen mal ganz von vorne an. Wie kamst du zum Joystick? Also ich denke mal durch Amiga und C64, aber was ist diese Begeisterung dahinter, dass du immer noch am Start bist und immer noch sagst, ich habe Bock auf Joysticks? Abgesehen davon, dass ich natürlich irgendwann mal mit meinem ersten 64er gestartet bin und seitdem immer noch Joysticks hatte, habe ich in den letzten 15 Jahren bestimmt wieder so das Retro-Feeling wiederbekommen. Eine ganze Zeit lang war da eine große Pause, eine Lücke, aber dann habe ich wieder damit angefangen und habe regelmäßig auch wieder gespielt, alles Mögliche. Vor allen Dingen aber original am 64er tatsächlich und zwischenzeitlich auch mal über den Emulator, vor allen Dingen Amiga-Spiele am PC. Und da habe ich immer Joysticks gehabt, aber ich habe wie damals auch... je nachdem, was man gespielt hat, einen bestimmten Joystick bevorzugt. Also der Speed King, der Klassiker, wenn man so möchte, oder ein Klassiker. Competition Bro, ne? Hier, oh nein, das ist er, ja. Den habe ich zum Beispiel vor allen Dingen gerne für Sportspiele genommen, weil der Weg hier deutlich kürzer war, als wie zum Beispiel hier mit dem Competition Pro, wobei das jetzt schon die moderne USB-Version ist. Da ist der Weg länger, das Gefühl dafür ein anderer. Also Decathlon, Summer Games und sowas alles spiele ich hiermit lieber. Dann gibt es natürlich noch den Klassiker, den Quickshot 1 zum Beispiel oder Quickshot 2 oder 2 Plus, den man, der ja diesen Pistolengriff hat, den nimmt man dann eher für irgendwelche Ballerspiele zum Beispiel. Den Competition Pro nehme ich gerne für alles, was mit Jump'n'Run zu tun hat. So in der Richtung. Und da ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass es eben mehrere Joysticks gibt, die sich ganz unterschiedlich anfühlen und mit denen man anders spielen kann. Klassisches Beispiel, die allerersten Competition Pro, die damals rausgekommen sind, von Kempston und Suzo, die hatten ja noch diese Blattfederkontakte. Sprich, die gingen ja noch so zusammen. Die hat man so gut wie nicht gehört, weil das einfach zwei Metallzungen sind, die aufeinander treffen. Und dadurch waren die extrem leise. Aber auch genauso schnell wie moderner. Da darf man sich nicht vertun. Also die Kontakte, man kann die sogar noch ein bisschen modden, damit die noch enger beieinander liegen und der Weg noch ein bisschen kürzer ist. Und diesen leichtgängiger, und das fühlt sich ganz, ganz anders an das Spielen, als wenn man jetzt einen von den modernen nimmt, hier mit Mikro-Tastern. Nicht Mikro-Schalter, sondern das sind ja Taster. Mhm. Aber das Spielgefühl hier ist auch noch, selbst wenn man den in der Hand, fühlt es sich ja gleich an. Das Gehäuse ist das gleiche. Das Gewicht ist möglicherweise ein bisschen anders, aber das Gehäuse an sich bleibt ja immer gleich bei den Dingern. Da ist das Spielgefühl ein anderes. Aber je nachdem, was ich spiele, nehme ich dann tatsächlich einen anderen Joystick. Und so kam ich dazu, zu sagen, so, okay, ich muss ein paar andere Joysticks haben. Und da fing das Ganze an. Dann habe ich dann die Zeit und die Gelegenheit gehabt, auch das nötige Kleingeld nebenbei, also mein Hobbygeld, wenn man so möchte, um mich mit weiteren Joysticks zu vermehren. Und dann kam mir irgendwann relativ früh auch die Idee, dass ich darüber auch mal ein Buch schreiben werde. Also ein Buch schreiben, nicht falsch verstehen. Das wird kein Sachbuch in dem Sinne. Es ist eigentlich mehr eine Ansammlung von Joysticks, die es so gibt, mit Kurzbeschreibungen, was zu der Firma oder den Firmen, die ich dazu rausfinden kann. Aber vor allen Dingen wird es eine Art Übersichtsbuch sein, zu sehen, so, welche Joysticks gibt es denn eigentlich, wo sind die Unterschiede. Das sind Bücher, werden für Sammler, so in die Richtung, weil ich da inzwischen genügend zusammengesammelt habe. Und was genau, das kann ich dann gleich nochmal im Einzelnen zeigen. Ja, mega cool. Also, das, was bei dir die Joysticks sind, sind bei mir die Controller. Da habe ich ja vor kurzem eine Story, also wir haben jetzt den 11.01., also ich habe die gestern am 10.01., habe ich eine Story rausgehauen auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Da hat mir die liebe Janina Gamer-Mombi, die hat mir so einen Trick verraten. Eigentlich ganz simpel, weil ich so viele Controller habe. Weil, wie das bei dir so der Fall ist, mit den Joysticks habe ich das mit dem Controller. Ich muss dieses Feeling so haben, das nimmst du für das, das nimmst du für das so. Und sind wir ganz ehrlich,
PC Engine musst du auf einem PC Engine Controller spielen. So, das ist einfach so. Und keine Ahnung, PlayStation 1 Spiele müssen auf einem PlayStation 1 Controller gespielt werden. Das ist einfach so. Das fühlt sich für mich von dem Layout jetzt hier von meinem hier, ich zeig mal ganz kurz hier, 8-Bit Pro Ultimate, absoluter Lieblingscontroller. Das ist ja das Xbox Design. Das ist auch eine ganz andere Geschichte. Also, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Zu dem Trick, was sie gesagt hat. Sie hat mir gesagt, hol dir doch einfach so einen Türorganizer, so ein Hängenetz, weißt du? Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund sieht. Im Hintergrund sieht man das bei mir. Mach das doch einfach. Dann dachte ich mir, weißt du was, komm, AliExpress, was kostet so ein Ding? 2-3 Euro. Im Endeffekt waren es 5, aber komm, habe ich mir drauf geschissen, da kannst du was anderes drei machen. Dann kam das gestern an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert. Das sieht sogar noch stylisch aus. Also Leute, guter Tipp von der Janina. Ist eine geile Geschichte. Ja, zu dem Competition Pro, weil du das ja gesagt hast mit dieser Haptik und sowas und wie den Klickschaltern und Tastern und so. Ich habe dir das ja auch schon gesagt, als wir das Vorabgespräch gehabt haben. Der originale Competition Pro ist für mich um Welten besser. Dieser USB Competition Pro, ich sag ganz ehrlich, das kann daran liegen, weil der so hart ist. Weil den musst du ja erstmal richtig einspielen so. Aber ich weiß nicht, aber ich finde, ich kann mit diesem Joystick kann ich gar nicht spielen. Geht nicht. Mit dem alten, ja. Ja, genau. Geil. Mit dem alten, ja, aber mit dem neuen, es geht nicht, Mann. Ich hab's versucht. Ich hab dadurch gar keinen Spaß, weil die Steuerung total uncool ist. Von der Optik her würde ich aber sagen, bevorzuge ich definitiv den blau-silbernen, den du hast. Also, sagen die meisten tatsächlich, ja, das sagen die meisten. Das ist die beste Optik. Ist das jetzt ein USB-Modell oder ist das... Nee, das ist tatsächlich der allererste. Der Original, also, wollte ich gerade sagen. Ja, klar, geil. Den ich habe, das sieht man daran, dass das der einzige ist, der hier unten noch die Prägung von dem... der Aufdrucker ist in weiß. Mhm. Später gibt es ihn dann noch in geprägt und in noch späteren Versionen haben sie es da unten dann ganz weggelassen. Aber ich meine, ich weiß nicht, ob das Mikrofon das hergibt, aber... Ja, man hat das. Der ist so leise und auch hier vorne, da sind eben diese Leaf Switches, heißt es im Englischen, ne? Blattfedern, Schalter, Taster. Der ist also wirklich ein Liebling, wobei ich mit dem nicht spiele, also der nicht. Ja, ich denke auch, dass der ein bisschen was wert ist, allein von diesem Nostalgic-Faktor. Es gibt aber auch noch andere Verpackungen, das hier ist nicht die erste, das ist einer der ersten, aber leider nicht die erste. Mhm. Die habe ich leider nicht. Wenn man mal so in die Runde reinschmeißen kann, was wird denn so ein Joystick jetzt ungefähr bringen? So, wir sagen mal ungefähr, ja, wir wollen jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber so ungefähr. Ja, mit der Box zusammen wenigstens 80 Euro. Ja, krass. Das, aber das ist doch bezahlbar. Ja, der Box, das ist das Wichtige, die Box hier hat noch einen relativ guten Zustand, also für den hier würde ich 120 nehmen. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist eigentlich noch ein... Also ich finde, das wäre jetzt ein Schnapper. Ich kenne mich da zwar jetzt nicht mit aus, aber das ist so meine Laienmeinung, Leute. Geteilter Meinung, aber ja. Du bist ja, weil wir gerade beim Verkaufen sind, hast mir erzählt, ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen, dass du so Sammelbestellungen auch machst, wenn mal eine größere Auflage von etwas, also von so Joysticks halt gekauft werden muss, dass du halt dich auch mit Leuten da zusammen tust. Hast du da einen Shop für? Also ich habe mich, Leute, ihr wisst, ich habe mich natürlich nicht vorbereitet. Wir wollen das hier alles schwarz auf weiß hören, also hast du nicht, das machst du dann privat, Geschichte. Ja, denn mein Bekanntenkreis ist groß genug. Ich habe mit dem, bin ein bisschen verbandelt mit dem Homecomputer-Museum in Helmand. Cool. Ich bin viel in der Demoszene unterwegs, dort habe ich einige Bekannte. Ich bin befreundet mit Abyss Connection, das ist eine reine Commodore 64-Gruppe. Ich habe viele Bekannte bei TRSI, wo es was zu tun gibt. Und ich bin viel im Facebook unterwegs, in verschiedenen Foren. Und da kommen dann schon mal Anfragen über den Weg. Das reicht dann auch. Ja, auf jeden Fall, das glaube ich dir. Also ich werde auch eine Anfrage bei dir stellen. Du weißt ja, ich habe dir erzählt, ich will einen Quickshot haben. Und als der liebe Holger mir erzählt hat, dass man diesen Quickshot auch mit so einem USB-Pin, also so einem Adapter, dass man den dann auch auf dem Amiga Mini zum Laufen bringen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir definitiv mein Herz aufgegangen, weil suche ich schon die ganze Zeit eine Möglichkeit, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da jetzt nicht unbedingt so für eingesetzt, wie ich es bei anderen Sachen mache. Deswegen hat das auf jeden Fall gepasst, dass der Holger am Start ist. Ich hatte damals auch einen Quickjoy, hatte ich fürs NES gehabt. Quickjoy, das war auch ein Mega-Joystick.
Sind die sind ja verwandt, ne? Also das ist ja von derselben Herstellerfirma, oder? Also derselbe Hersteller. Also, um mal auszuholen. Erstens mal, dieser Adapter heißt USB to DB9. Geil. Da gibt es auch einen von 8-Bit-Do. Den kann ich auch empfehlen. Der ist ziemlich gut. Das darf man nicht vergessen. Und Quick Joy ist eigentlich nur eine Abspaltung von Quick Shot und QJ. Und das alles gehört eigentlich zu Spectra Video. Spectra Video ist die grundsätzliche Firma, die dahinter steckte. Die haben irgendwann mal die ersten Joysticks rausgebracht. Da steht auch noch Spectra Video drauf, das Logo tatsächlich geprägt. Und daraus ist dann irgendwann mal, haben die dann QuickShot gegründet, um einen anderen Namen zu finden. Weil Spectra Video und Joysticks war nicht so gut in Verbindung zu bringen. Deswegen haben sie QuickShot irgendwann mal rausgebracht. Und dann für die preisgünstige Serie dann QuickJoy. Und die haben sie dann irgendwann noch abgekürzt mit QJ. Deswegen gibt es viele Joysticks, von denen die gleich aussehen, eigentlich identisch sind, aber ein anderes Logo haben, weil die dann irgendwann mal mit einem anderen Innenleben herausgebaut sind. Also auch da haben sie eine andere Technik gefunden, das innen zu verbauen und preisgünstiger herzustellen. Es hat viel damit zu tun. Also QuickShot, QuickJoy und QJ ist alles unter Spectra-Video. Krass, das ist so interessant, dieses Thema. Ich habe mich wirklich sehr auf das Gespräch mit dir gefreut, weil sowas hast du ja in der heutigen Zeit nicht mehr so oft. Natürlich, wenn du in der Szene bist, ich denke mal, für dich ist das jetzt nichts Neues und auch für die Leute, die um dich rum sind. Aber für mich ist das wieder ein ganz neuer Horizont, der sich hier öffnet. Sehr, sehr cool. Und jetzt, wo du gerade gesagt hast, dass es dafür einen 8-Bido sogar einen Adapter gibt. Ja. Ich bin der absolute 8-Bido-Groupie. Ich bin schon kein Fan mehr davon. Ich bin davon Groupie. Alles Mögliche, was davon rauskommt, habe ich hier. Adapter, Controller. Ich habe jeden Controller, den es davon gibt. Ich habe alles. Also 8-Bido, geisteskrank. Wirklich. Also ist eine Firma, wo ich euch definitiv mal so eben ans Herz legen kann. Stehe ich voll dahinter. Okay, also. Der Adapter fehlt mir, wollte ich gerade sagen. Und den werde ich mir später noch bestellen. Also, das ist eine geile Geschichte. Von dem 8-Bido-Adapter machen wir mal eine kleine Überleitung zu deinem kleinen, aber feinen Showcase. Okay, eigentlich eher ein großes, aber fein. Aber das machst du selber. Ja, zeig doch mal, was hast du denn da so? Ja, okay. Also, ich nehme jetzt mal die Kamera in die Hand. Nicht, dass die Leute sich wundern. Und das ist nur eine Webcam. Ich will hoffen, dass das qualitativ alles so ausreichend ist. Ja, das wird schon. Ich bin so ein bisschen vorbereitet. Das wird schon. Ich werde es auch nicht schneiden, also von daher passt das. Wow! Geil. Nur mal zu zeigen. Also was ganz wichtig ist in meiner Sammlung ist der hier. Das ist ein Joystick-Tester. Okay. Ich habe Joystick-Stapapiere. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool. Kriegt man schon relativ günstig für ab 8 Euro aufwärts, aber normalerweise um die 12 Euro. Ganz, ganz wichtig. Besonderheiten sind zum Beispiel diese beiden Joysticks. Das ist auch was ganz Seltenes, weil die arbeiten intern nämlich mit einer Kugel. Und es gibt auch einen, der hat eine Quecksilberladung da drin, um dann die Kontakte zu machen, weil man die in der Luft eben. Und ach, krass. Und wenn das eine Kugel, die da drin hin und her läuft, die Kontakte dann eben gibt. Also, das sind Seltenheiten. Ist das ein Vorreiter von dem Wii-Controller, also von der Wii-Remote? Das ist ja dann im Endeffekt ein Vorreiter, oder? Würde ich in der Richtung gar nicht sehen. Wii arbeitet noch anders. Okay. Der hier zum Beispiel, den man eben sowohl in der Hand benutzen kann, als auch wenn man den auseinanderklappt. Ach, geil. Dann tatsächlich als Standgerät nehmen kann. Hier mit Saugnäpfen zum Beispiel ist auch eine Besonderheit. Ganz klassisch natürlich der Takt 2. Der ist auch sehr beliebt. Das ist einer von den wenigen, der eben nicht nur 4 Kontakte hat, sondern der hat 8. Man macht dadurch gerade eine diagonale Bewegung für die Spiele besser geeignet. Und wir haben auch einfach mal einen rausgemacht hier von Activision im Stil von dem Tattoo. Das ist so ein TV-Spielgerät. Ja. Ah ja, das kenne ich auch, genau. Das wird dann an Chinch angeschlossen, ne? Gelb und Rot, ja, sieht man. Ja, gelb und Weiß sieht man ja da, ja. Genau. Auch ein Klassiker. Auch selten zu finden, der original Tron-Joystick von 1983. Wow! Von Disney worden, ist zu dem Film damals rausgebracht worden. Und der hat eine Besonderheit, denn er hat das Kabel hier unten eingewickelt. Ach krass. Das ist ganz witzig, den ich jetzt von einer Hand zeigen kann. Und dann kann man das halt hier wieder zurückdrehen und wieder zurückholen. Also wow. Das ist schon was ganz Besonderes, der hier. Der ist auch recht selten in gutem Zustand zu finden. Ich bin ein Sammler von Commodore Joysticks, also die original Commodore Joysticks. Mhm. Da habe ich auch relativ selten den, naja, nennen wir ihn mal Weißen, der ist inzwischen schon ein bisschen gelblich, aber der ist auch relativ selten zu finden. Auch gut ist natürlich der Turrican Joystick.
Das ist sozusagen der wertvollste, den ich habe. Wow, ich wollte es gerade mal sagen. Der ging doch letztens im Amiga Germany Gruppe Facebook, ging der doch letztens rum. Da haben sie sich doch drum gestritten. Ganz genau. Der ist noch total unbenutzt, wie man sieht. Wow! Der ist also noch ganz, ganz frisch. Wirklich schönes Teil. Also wenn du den, verkloppen willst, der Frank Erstling sucht noch einen. Grüße an Frank. Ah, das ist gut zu wissen, okay. ich habe hier noch ein paar andere und dann habe ich gesehen, der Commodore Joystick ist ein Derivat von... Ich muss herausfinden, welcher von denen tatsächlich der erste ist. Also ich möchte sagen, Ucano nicht. Wahrscheinlich eher der Challenger und Commodore hat sich das vielleicht lizenziert. Mega. Also solche sammle ich dann auch, um zeigen zu können, so, die sind eben auch lizenziert worden. Genauso wie hier zum Beispiel von der Microhander, das Original. Den gibt es auch von Saturn, es gibt eine Elite-Version davon, es gibt eine Sigma-Version davon, genauso auch von dem kleinen Spiel, da sieht man da das Elite-Logo, Sigma 1001, also auch davon gibt es 8 verschiedene Versionen, was viele auch nicht wissen. Die sind aber auch intern ein bisschen anders verbaut, die haben die Technik dann nochmal also geändert. Dann habe ich hier zum Beispiel den Powerplay Cruiser, alle 6 Versionen, die es gibt. Krass. Mehr davon gibt es meines Wissens nach nicht. Die sind auch schon was Besonderes, also auch die fühlen sich ein bisschen besser an, weil das mit dem Rund hier unten in der Hand etwas besser liegt als bei dem Competition Pro zum Beispiel. Deswegen ist der in England sehr, sehr beliebt. Das ist auch einer der wenigen, der eben die Möglichkeit hat, dass man hier den Andruck. Mit einer Hand kann ich es gar nicht machen, aber man kann das hochziehen und drehen und damit den Spieldruck, den Eindruck von dem Joystick hier verändern. Das ist cool. Der das in der Form bietet. Ganz klassisch natürlich auch der Fantastic, der auch eine gewisse Beliebtheit gerade hat, warum auch immer. Der hat eine ganz besondere Bauform, davon gibt es 3 Stück. Fanta Nummer 2 fehlt mir noch, der F2. Sehr klassisch auch hier von Rico. Der Famous Red Ball, wie man so sagt. Auch ein sehr, sehr bekannter Stick. Ja, ich kenne ihn auch. Ja, geil. Ja, Command Control, davon gibt es dann noch den Boss. Einer der ersten Joysticks, den man 360 Grad drehen kann und trotzdem noch funktioniert. Ach, krass. Das war auch Absicht. Auch der Vico Commander. Computer Command heißt der eigentlich. Auch ein ganzer Klassiker. Das war auch mal ein bisschen weißer, das Gelb hier. Ja, aber bleibt ja leider nicht aus. Das ist ja alles Ablaufdatum, sage ich mal jetzt so. Ja, sehr geil ist. Das Ding hier? Ist das eine Lightgun, Jan? Nein, das ist tatsächlich nicht. Das ist ein ganz normaler Joystick, da man sieht einen Gameport-Abschluss. Ach geil. Und der wird hier rüber gesteuert. Der sieht einfach aus wie eine Lightgun, ist es aber tatsächlich nicht. Der hat hier, kann man schließen. Hier gibt es einen extra Punkt. Aber letztendlich ist es ein ganz normaler Joystick. Liegt der gut in der Hand? Also kann man damit gut zocken? Ich kann mir das jetzt nicht unbedingt vorstellen. Naja, sagen wir mal, zumindest nicht auf Dauer, weil da wird der Daumen doch ziemlich arg belastet. Aber das Ding sieht einfach halt nur cool aus. Mhm. Schon witzig, weil es also ganz klar. Hammerhart, ey. Was hat man noch? Achso, natürlich, was man nicht vergessen darf, ich bin ja auch mit einem YouTube-Kanal mit Tentalien Retro Repair verbunden und mache dort Videos zum Thema nicht nur Joysticks, macht da viel über Joysticks, aber auch über Amiga und C64. Und wir haben zusammen mit dem Cesar Andreas Brandmeier hat diesen Joystick entwickelt. Und ich war da mit dran beteiligt. Ich habe das Ding durchgetestet mit allen möglichen Programmen, um zu sehen, dass es vernünftig funktioniert. Ich habe das Handbuch dafür mitgeschrieben. Den kann ich auch empfehlen. Der ist halt auch ein DB9 Adapter. Finde ich unfassbar cool, weil den habe ich auch. Ja, und sehr, 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 sehr schnell. Also, Das ist sehr empfehlenswert. Aber da hinten seht ihr noch mehr. Da in der Nachkaufbox, da sind fast alle Joysticks drin, die von Konix Speed King herausgebracht wurden. Also Konix ist ja die Firma. Und der bekannteste ist dann ja halt der Speed King, also der hier. Und davon gibt es eben auch Versionen, die mit einem Analog drin arbeiten. Ich kann das mal hier dran holen. Oh, dass man noch ein bisschen genauer sehen kann. Ach, guck dir das an. Da ist tatsächlich ein Analog verbaut, also mit 2 Potentiometern. Es gibt eine Version, den habe ich auch, den kann man nämlich am Apple anschließen. Das ist der hier. Da ist der typische Apple-Stecker dran. Nicht zu vergessen, den gibt es dann nicht nur von Konix, sondern Epix hat den ja auch lizenziert.
Und dann gibt es eben genau die gleichen Joysticks noch einmal in dem bekannten 500XJ von Epix. Also die ganzen von Speed Game Codecs gibt es noch mal mit dem Epix-Logo. Die gibt es also zweimal. Was viele auch nicht wissen. Also es gibt alleine hiervon dann 12 verschiedene. Dazu gibt es von außen noch hier diesen Megastar. Krass. Von Konix, was viele nicht wissen. Das ist echt heftig. Ich bin total geflasht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich finde das ganz, ganz toll, dass du mir das jetzt hier alles zeigst und auch den Leuten zeigst, was es da so alles gibt. Also unfassbar cool. Da hinten die ganze Box, das ist alles von Cheetah. Ist vielen vielleicht auch ein Begriff. Cheetah hat zum Beispiel diese Batman-Figur als Joystick raus. Ja, kenne ich auch. Als Joystick. Davon gibt es diverse Versionen. Von denen gibt es wohl auch da eine Lightgun, die ist da ganz oben drin zum Beispiel. Gibt den Beetle und den, ich weiß nicht, Challenger gibt es auch noch von denen. Als ich angefangen habe, die Competition zu sammeln, ist mir noch aufgefallen, es gibt natürlich auch Nachbauten. Das sind diese da alles. Die sehen alle im weitesten Sinne Stil des Competition Pro aus. Sind es aber nicht. Da ist der T-Stick und der Professional Pro und wie sie alle heißen. Der hier ist am gemeinsten. Der hat wirklich 1:1 das Gehäuse vom Competition Pro. Heißt aber Professional Competition. Krass. Ist auch von einem anderen Hersteller. Aber sieht wirklich 1:1 aus. Ich bin auch am eruieren, wie genau da der Zusammenhang ist, ob die das dann lizenziert haben oder nur nachgebaut haben. Keine Ahnung. Also, ja, so viel zu diesem Überblick. Also wer meint das glauben, ehrlich? Krass, wer meint das glauben, dass es so viele Joysticks? Guck dir mal an, wie viel Platz du einfach in deiner Bude hast für Joysticks. Hammer. Momentan, ich bin gerade am Umbauen, also irgendwo muss ich schon mal ein bisschen aufpassen. Und hier ist meine Competition Pro Sammlung. Die geht auch noch im Hintergrund. Man sieht das nicht genau, wie viele das sind, aber es sind momentan 54 verschiedene. Krass. Und einige habe ich eben auch in Box. Gerade die Originalboxen in gutem Zustand, die sind echt schwer zu bekommen. Das ist wirklich nervig. Mit der teuerste ist da oben links der Competition Pro Combat. Der hat dieses grün-schwarze Muster, das wirklich so aussieht als wie eine Camouflage. Mhm. Krass. Deswegen heißt der auch in den Kreisen Camouflage. Der in dem Zustand wenigstens 150 Euro. Wow. Eher 180, weil die Box noch einigermaßen. Wow. Ja. So viel mal als kleiner Überblick. Da gibt es noch ein paar mehr, aber das wird jetzt alles springen. Da hast du mich auf jeden Fall sehr, 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 ich würde mal jetzt sagen, geflasht. Also hammerhart. Ich hätte da noch eine Frage zu diesem Batman-Joystick, weil den sehe ich des Öfteren derzeit. Also die sind momentan wieder gut im Umlauf, kann das sein? Also ich sehe ganz oft sowas. Wie liegt der in der Hand? Weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass man mit diesem Joystick gut spielen kann. Also hier gibt es den gibt es erstmal ganz grundsätzlich den alten Batman und den neuen Batman. Kann man das gut erkennen? Ja, sehe ich. So, und den gibt es dann noch einmal als PC-Version, als für NES und für Megastar, glaube ich. Also auf jeden Fall gibt es von dem hier nochmal vier verschiedene Versionen, so wie von dem hier. Krass. Es ist ein bisschen ungewöhnlich. Also wirklich auf Dauer spielen würde ich damit nicht. Das ist mehr der Gag und Sammelfaktor als alles andere. Wo liegen die preislich? Also auch in dem Zustand hier für den 40 Pfund, also etwa 55 Euro oder so. Aber das geht eigentlich. Alleine schon für diesen Nostalgiefaktor ist das eigentlich gut angelegtes Geld, würde ich sagen. Also das ist eher was für Sammler und von dem sind doch relativ viele hergestellt worden. Deswegen kriegt man den noch relativ günstig. Mhm. Aber je nachdem, für welches System der ist, dann ist es wieder schwieriger. Also die NES-Version davon zum Beispiel, die kriegt man selten. Ist teurer. Ach krass. Ich glaube, ich habe da auch schon mal einen ET-Controller gesehen. Bin ich da jetzt falsch? Ach, guck mal. Und das ist jetzt die NES-Version? Das ist muss ich gerade gucken. Sega Mega Drive. Wow, ach gab's. Oh mein Gott, ich bin ein großer Sega Mega Drive-Fan. Ach Mann, der gefällt mir wirklich. Ich muss ehrlich sagen, der gefällt mir wirklich. Ach Mann, komm, ich sag dazu auch nichts. Ein Klassiker hier von der Bart Simpson, den ich schon erwähnt habe. Ach geil, guck mal. Auch witzig. Sogar noch original verpackt. Wo liegt der preislich? Für Sega Master System ungefähr so um die 70 Euro. Ach, guck mal an. Oh Mann, ey.
Das ist nicht gut, dich kennengelernt zu haben. Du hast mir wieder andere Sachen gezeigt und wenn ich was haben will, dann will ich das haben. Weil das kennst du ja selber von dir, du bist ein Sammler. Wenn du was haben willst, willst du es haben. Nein, ja. Bin ich gar nicht. Also hätte ich jetzt nicht gedacht bei deiner Sammlung, aber nee, aber oh Gott, ja, da, wir sind ja sowieso in Kontakt, ist auf jeden Fall eine geile Geschichte. Ich denke, zu dem Thema Joysticks ist fürs Erste alles gesagt. Ich weiß, Leute werden jetzt wieder sagen, aber ich habe da noch Fragen. Wenn ihr da Fragen dazu habt, schreibt die in die Kommentare rein. Das würde mich freuen, weil damit pusht ihr ein bisschen das Video. Ich gebe das alles an Holger weiter. Holger wird sich wahrscheinlich das Video auch angucken. Also will ich hoffen. Liegt ja nah, ne? Wird wahrscheinlich auch auf die Kommentare antworten. Sehr gerne. Und ja, also du weißt, hab ich ja vorab gesagt, mein Format ist immer so eine halbe Stunde, 45 Minuten. Aber ich würde bei dir sagen, nicht künstlich in die Länge ziehen. Das wird nämlich den ganzen Flair jetzt kaputt machen. Deswegen komme ich bei dir zur letzten Frage. Du hast ja jetzt mein chaotisches, aber doch herzliches und ehrliches Format kennenlernen dürfen. Wen würdest du von deinen Leuten, den du so im Umkreis hast, also die du so im Umkreis hast, wen würdest du hier gerne sehen? Gerne auch Frauen. Ich suche Frauen. Ich habe nur zwei Frauen bis jetzt gehabt im Format, Leute. Muss man klarstellen. Also um die Demoszene zum Beispiel bei euch mal ein bisschen reinzutragen, würde ich sagen, da wäre der Irata von TRSI, der Hamster von TRSI zum Beispiel. Ich kann gerne meine Jungs von Abyss Connection fragen, ob da jemand Interesse hätte. Das geht dann also in Richtung C64. Die sind ja sowohl Programmierer als auch Grafiker und Musiker, die können eben alles. Das wären bestimmt interessante Leute, weil die einen ganz anderen Einblick haben. Vor allen Dingen der Hamster von TRSI, weil der kennt Hinz und Kunz aus der Demoszene. Er ist schon wirklich, wirklich lange dabei. Er war schon dabei, als noch Red Sector war. Da ist er damals schon einer mit der Mitbegründer von TRSI, wenn man so möchte. Und der kennt wirklich alle möglichen Leute. Also der kann bestimmt einiges dazu erzählen. Den würde ich empfehlen. Boah, das ist cool auf jeden Fall. Also dann Hamster und die anderen Jungs, die du hier genannt hast. Ich werde euch anschreiben. Allerdings seid ihr dann für die zweite Staffel interessant, weil ich habe viel zu weit vorgeplant und viel zu viele Anfragen rausgesendet. Und mein lieber Holger, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Du bist ein sehr interessanter Mensch. Du hast definitiv viel zu sagen. Was ich direkt sagen will, am Anfang ja auch schon mal gesagt, ich will es nochmal erwähnen, du bist definitiv hier nochmal zu Gast. Ob du willst oder nicht, Data Becker muss besprochen werden. Das ist ja ein, das ist ja, also ich glaube, mehr Retro in Deutschland geht eigentlich gar nicht wie Data Becker, weil ihr habt alle damit zu tun gehabt. Leute, schreibt mir in die Kommentare, wenn ich falsch liege und ihr nie Kontaktpunkte mit Data Becker hattet, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und bitte jetzt keine 12-Jährigen, weil ihr kennt das nicht. Ihr seid da raus. Ihr seid da war der noch Quark. Also, mein lieber Holger, die letzten Worte gehen natürlich an dich. Hast du noch was zu sagen? Willst du den Zuschauern noch was mit auf den Weg geben? The stage is yours. Tom, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass du auf mich zugekommen bist. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich verbreite das Wort der Retro-Welt sehr gerne wieder und lebt die Retro-Szene. Da hat man wenigstens noch was in der Hand. Da kann man noch selber reparieren, da kann man selber noch basteln, da kann man ganz anders programmieren als heutzutage, wie es da geht. Lebt Retro. Wow, das war auf jeden Fall ein Satz, der ins Herz ging. Zumindest von Retro-Gamern. Hast du auf jeden Fall recht mit. Leute, wir kommen zum Ende. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo für meinen Kanal würde ich mich auch freuen. Und ganz wichtig, schreibt ein paar Kommentare. Und noch viel wichtiger, checkt die Videobeschreibung, weil in der Videobeschreibung kriegt ihr ein paar tolle Links zum lieben Holger. Seine Bücher, Projekte, wo er noch so am Start ist. Er hat mir vor dem Interview hat er mir ein Video geschickt, wo er seine Controller auch nochmal so ein bisschen ausführlicher, seine Joysticks ausführlicher erklärt. Deine Sammlung. Das ist auch ein sehr wichtiges Video. Das werde ich mir jetzt gleich beim Mittagessen reinziehen, weil da habe ich echt Interesse dran. Und ja, Leute, wie Holger das schon gesagt hat, ich beende das heute einfach mal mit. Lebt die Retro-Welt. Lebt einfach Retro. Bis zum nächsten Video. Peace. Ciao, ciao.